Can start now. Okay, good evening and good afternoon to some of you. Welcome to the final appointment of our series of lecture. And as Emiliano announced last week, we conclude our seminar with a lecture by Professor Susanne Rao, who is the co-director of the Religion and Urbanity Research Group, which inspired this series of lectures, actually. So let me introduce Susanne Rao. She is professor of history and culture of space in modern time at the University of Erfurt. And her main area of specialization is early modern urban history in Europe, as we can easily grasp from her dense curriculum. So she received her PhD in medieval and modern history in 2001 at Hamburg University with a thesis on urban historiography and the culture of remembrance in the area of reformation and confessionalization in Bremen, Breslau, Hamburg, and Cologne. From the Technischen University at Dresden, she received her habilitation with a project on spaces of the city, cultures of the spaces, sociability and the transformation of spaces in early modern city, Lyon. Since 2011, she's a regular visiting professor at the École Normale Supérieure of Lyon in France. And in the last 10 years, she received many academic awards. And she has published widely in urban history and in theory and history and anthropology of spaces in particular. So and I mentioned here a recent book on history, space, and place published in 2019, and Roy Mederstadt, Eine Geschichte Lyon. Interest in the production and appropriation of space has gone side by side the analysis of the production of time and temporalities, space-time practices. And she is, in fact, the spoken person of the research group Spatiotemporal Studies at the University of Erfurt. And she published several articles on this topic like Space-Time of the Imperial and Rhythmo Analyse nach Lefebvre. During the last years, her interest in global history, global trade, religious pluralism, and forms of socializations have literally taken her to India, in particular to the port city of Calicut on the western coast of India, where she's often goes for field research and academic exchange with Indian colleagues. She's also currently leading a research project on the history of cartography in Europe and India at the University of Erfurt, and she's bringing a wide knowledge on space, time, urbanity in Europe and India into a new project that she's currently carrying out within the framework of the research group Religion and Urbanity that investigate spatiotemporal dynamics of the formation of urbanity from a transcultural perspective by comparing case studies on different cities in Europe and South Asia. But today we are back to France, we are back to Lyon, and so Susanne, you can have the stage. I am just share your PowerPoint. Yeah. Yeah, it's not visible for them, but I don't know how to do it. Like this. Thank you, Elisa, for this kind introduction. Ich werde heute auf Deutsch sprechen. Yes, and hello everybody. Guten Abend allerseits. Guten Nachmittag, wie schon Elisa gesagt hat. Herzlich willkommen, die Studierenden der Universität Erfurt, die Mitglieder
der Kollegforschungsgruppe Religion and Urbanity und weitere Interessierte, die sich heute zugeschaltet haben. Die Stammgäste der Ringvorlesung wissen bereits, worum es im Kern geht, auch wenn die Beiträge der vergangenen Wochen doch von sehr unterschiedlichen Epochen und Regionen handelten und zudem auch noch von Vertreterinnen und Vertretern so unterschiedlicher Disziplinen wie der Archäologie, der Geschichtswissenschaft, der Medienwissenschaft, der Religionswissenschaft und der Soziologie vorgetragen wurden. Im Kern ging es jedoch immer um den Zusammenhang von Städten und Religionen. Also etwa um die Frage, ob Städte von religiösen Gruppen oder an Orten bereits bestehender religiöser Praktiken gegründet wurden. Dies ist nicht immer und überall der Fall gewesen. Es gab auch andere Anlässe, eine Stadt zu gründen oder um eine Siedlung eine Mauer zu ziehen. Doch gerade weil es bisweilen geschah, beziehungsweise weil es, und was nochmals eine andere Ebene ist, in späteren Gründungsgeschichten so dargestellt wurde, lohnt es sich, diesen Zusammenhang näher zu untersuchen, um präziser bestimmen zu können, welche Rolle Religion dabei gespielt hat. Es ging hier auch schon um Fragen, wie Religionen städtisch wurden, wie Religionen sich in Städten verändert haben und woran es sichtbar ist, dass sie sich an das städtische Leben anpassten. Dies ist beispielsweise eine zentrale Fragestellung meines Kollegen Jörg Rübke gewesen, der am 17. November die Vorlesungsreihe eröffnet hat. Auch bei Martin Fuchs ging es letzte Woche um urbane Religiosität in schon bestehenden Städten in Indien, aber um neue Formen, die sich in Städten ansiedelten und einen großen Zuwachs erhielten. Ein Beispiel war die Babs-Bewegung, die heute über 1000 Tempel auf der Welt hat. Es handelt sich um eine Form des Hinduismus, durchaus tief religiös, Mönche unterhaltend, einen Guru an der Spitze im Architekturstil als hinduistisch erkennbar, aber auch im sozialen Bereich aktiv, insofern sie Schulen, Colleges, Studentenwohnheime, Krankenhäuser und Hilfsprojekte betreiben. Nicht nur die alten, sondern auch die neuen Formen religiöser Bewegung haben in Indien jedenfalls so viel Zulauf, dass sie Kirchenaustritte wie in Europa keineswegs fürchten müssen. Wie bei Martin Fuchs, so geht es auch bei mir heute nicht um Gründung oder Neugründung von Städten, sondern um eine längst bestehende Stadt, die sich allerdings im Zuge einer religiösen Reformbewegung verändert hat. Es geht um Lyon im 16. Jahrhundert. Damals ist, wie Sie gleich sehen werden, sowohl in religionsgeschichtlicher wie in städtebaulicher Hinsicht viel passiert. Was ich heute nicht tun kann, weil dazu schlicht nicht die Zeit besteht, ist über Urbanität zu reden. Da es einer der zentralen Begriffe unserer Kollegforschungsgruppe ist, möchte ich dennoch kurz etwas dazu sagen. Im Kern erforschen wir die Frage, wie sich Religion und Urbanität wechselseitig geprägt haben. Wir verwenden hier ganz bewusst nicht den Begriff Stadt, weil Stadt eher ein Ort ist, eine spezifische soziale und räumliche Konfiguration, während es uns mit Urbanität mehr um die Lebensweisen und Diskurse über städtisches Leben geht. Und weil es Urbanität, also die städtische Lebensweise, auch außerhalb von Städten geben kann. Urbanität wird also von den Menschen gemacht und wird, und genau hierin besteht der Zusammenhang, erst im Rahmen bestimmter räumlicher Konfigurationen ermöglicht. Was Urbanität heute ist, können Sie selbst feststellen, wenn Sie sich aufmerksam durch Städte bewegen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie Unterschiede feststellen werden, wenn Sie durch Erfurt oder aber durch Paris, New York oder Delhi gehen. Wer sich in der historischen Raumforschung auskennt, der weiß, dass sich Urbanität
zu Stadt in etwa so verhält wie Räumlichkeit zu Raum. Heute aber wird es nur um das Verhältnis von religiösen und städtebaulichen Veränderungen gehen. Damit Sie von den verschiedenen Begrifflichkeiten wie Stadt, Urbanität und Städtebau nicht ganz verwirrt werden, habe ich hierzu eine Folie mit kurzen Begriffsdefinitionen entworfen, die Sie sich bitte ansehen mögen. Worum geht es heute? Die europäischen Städte waren am Beginn der Neuzeit mit einer Reihe religiöser Konflikte konfrontiert, die nur teilweise friedlich beigelegt werden konnten. Wir bezeichnen die Ereignisse des 16. Jahrhunderts oft mit dem Sammelbegriff der Reformation. Doch es passierte weit mehr, als dass ein Erfurter Augustinermönch namens Martin Luther die Entwicklung der römisch-katholischen Kirche korrigieren und sie reformieren wollte. In der Schweizer Eidgenossenschaft und in Frankreich waren die Reformen mit Namen wie Jean Calvin und Huldrych Zwingli verbunden. Unter den katholischen Reformern trat Ignatius von Loyola hervor, der auch den Jesuitenorden mitbegründete. Und man sollte all die kleineren Reformbewegungen, die Täufer und Spirituellen, nicht vergessen. Genauso wenig die Tatsache, dass Juden und Muslime die Iberische Halbinsel verlassen oder konvertieren mussten. Da gab es eine große Konkurrenz um den richtigen Glauben. Manch eine Stadt wurde von einem Teil der Bürgerinnen verlassen oder konnte einer partiellen Zerstörung nicht entgehen. Der Vortrag betrachtet nun näher, was sich damals in der als wichtigstem Handels- und Finanzplatz Europas bekannten ostfranzösischen Stadt Lyon abgespielt hat. Der Fokus liegt auf den 1560er Jahren, als die Stadt von protestantischen Truppen besetzt wurde. Ich werde mich nicht nur mit den innerstädtischen Zerstörungen beschäftigen, die die Stadt im Zuge der religiösen und bürgerkriegsähnlichen Konflikte erleiden musste, sondern auch mit der Frage, wie städtebauliche Veränderungen in dieser Zeit möglich waren. Jenseits von baulichen Veränderungen an und in den Häusern einzelner reicher Notabeln war eine regelrechte Stadtplanungspolitik in einer französischen Stadt damals im Grunde nicht möglich. Dem standen Eigentums- und Pachtverhältnisse, drohende, exorbitant hohe Entschädigungszahlungen sowie die notwendige Genehmigung eines Stadtherrn, etwa des Bischofs oder des Königs, gegenüber. Weshalb einige städtebauliche Veränderungen in der kurzen Zeit der protestantischen Besetzung dennoch möglich waren und welche es waren, soll im Folgenden gezeigt werden. Zudem interessiert die Kollegforschungsgruppe, ob diese baulichen Veränderungen in der Stadt ursächlich mit den religiösen Konflikten zusammenhingen und welche religiösen Infrastrukturen in dieser Zeit verändert wurden. Wir verfolgen also zwei Themenstränge, einen religionsgeschichtlichen und einen urbanistischen, die am Ende zusammengeführt werden. Zunächst jedoch eine ganz kurze Rekapitulation der Geschichte Lyons, das damals bereits 1600 Jahre alt war. Die Stadt wurde 43 vor Christus von den Römern an einer Stelle gegründet, an der sich bereits eine keltische Siedlung befand. Der Name Lugdunum ist eine Erinnerung an diese Geschichte, im Übrigen auch hier auf Georg Brauns Stadtansicht zu sehen. Die Stadt war das administrative Zentrum der römischen Provinz Gallia Lugdunensis und wurde ab dem 2. Jahrhundert nach Christus christianisiert, vor allem nach der Verbrennung der Märtyrerin Blandina während der Zeit des Bischofs Irenäus von Lyon. Im 3. Jahrhundert nach Christus
wurde Lyon zum Erzbistum erhoben. Dies sind die Anfänge der Stadt, die zu dieser Zeit hauptsächlich auf einem Hügel, der Fourvière, gelegen war. Also das ist das, was hier in dem gelben Dreieck, etwas blassgelben Dreieck zu sehen ist. Doch wie jeder weiß, ist das Römische Reich untergegangen. Und wie viele andere Städte wurde auch Lyon erobert, zunächst von den Burgundern und dann zu Beginn des 8. Jahrhunderts von den Arabern verwüstet. In der Zwischenzeit schritt die Besiedlung des Tals voran, vor allem entlang der Saône, das ist dieser Fluss hier, Arar, entlang der Saône. Erst im 11. Jahrhundert gewann die Stadt wieder an Sichtbarkeit, auch weil der Bischof von Lyon eine führende Position als sogenannter Primas in ganz Gallien innehatte. Überregionale Bedeutung erlangte die Stadt schließlich mit den Konzilien, die 1245 und 1274 in Lyon stattfanden. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurden die ersten beiden Avignon-Päpste in Lyon gekrönt, Clemens V. und Johannes der 22. Widmen wir uns zuerst dem Beginn der Reformation in Frankreich und insbesondere in Lyon. Wie so oft bei diesen Ereignissen kennen wir kein genaues Anfangsdatum. Irgendwann in den frühen 20er Jahren des 16. Jahrhunderts hören wir von Predigten mit reformatorischem Gedankengut in einzelnen Kirchen Lyons, in Sainte-Croix beispielsweise. Sehr viel wichtiger als auf mögliche Anfangsdaten zu schauen, ist jedoch der Gesamtzusammenhang. Die religiöse Erneuerung lässt sich am besten vor dem soziopolitischen und ökonomischen Hintergrund erklären, den Lyon prägte. Die Stadt war damals der bedeutendste Handels- und Finanzplatz Europas mit jährlich 4 Messen, ein Zentrum von Humanisten und Dichtern, darunter auch Frauen, und ein frühes Zentrum des Buchdrucks. So wurde bereits 1524 die in Grenoble gehaltene Predigt des Aimé Maigret, gegen den später ein Häresieprozess lief, in Lyon gedruckt. Ein Jahr darauf folgte das Neue Testament in der Übersetzung von Jacques Lefebvre d'Etaples. 1524 erhielt sich auch Marguerite d'Angoulême, Schwester des Königs Franz I. und spätere Königin von Navarra, in Lyon auf. Selbst Schriftstellerin unterstützte sie Dichter, Künstler und Gelehrte und sympathisierte mit den protestantischen Ideen. Insbesondere in den 40er Jahren stieg die Produktion von Büchern mit protestantischen Themen von zuvor 1 bis 2 pro Jahr auf mehr als 20 an. Auch dies ist ein Zeichen für die Verbreitung protestantischer Ideen in der Stadt, aber freilich auch darüber hinaus. In den folgenden Jahren aber wurde die Situation konfrontativer. Während man einerseits von der Bildung einer calvinistischen Kirche in Lyon sprechen kann, da es nun nicht mehr nur gelegentlich Predigten, sondern 4 feste Pastoren gab, wurden die ersten Hinrichtungen von sogenannten Heretikern durchgeführt. 1540 wurde auf der Place de Terreaux 2 Scheiterhaufen errichtet. 1551 wurde Claude Monnier, einer der calvinistischen Pastoren, dort bei lebendigem Leib verbrannt. Und 1553 wurden 5 französische Studenten an den Gräben des Schweinemarktes exekutiert. Sie hatten in Lausanne studiert und mit dem Einverständnis Calvins in ihre Heimatregion zurückgewollt, um das Evangelium zu predigen. Doch sie wurden in Lyon festgenommen, verhört, eingesperrt und schließlich hingerichtet. Veranlasst vom damals noch katholischen Stadtrat, beschlossen vom Pariser Parlament und gestützt von den theologischen Fakultäten.
Emiliano Occioli wird in ihnen Märtyrer erkennen. Und das wollten sie auch sein. Sie wollten nicht abschwören, denn für sie stand Gottes Macht höher als die der Menschen. Man muss auch einem Prinzen gehorchen, aber nicht, wenn einen dies vom Gehorsam gegenüber Gott abwendet, so ihre feste Auffassung. Und so schritten sie am 16. Mai erhaben auf ihren Scheiterhaufen zu, indem sie dabei noch den 9. Psalm sangen. Und sie waren keineswegs die Letzten. Die Hoffnung auf eine christliche Eintracht war noch nicht verschwunden, aber auch die Calvinisten ließen sich trotz aller Drohungen und Gefahren nicht zurückdrängen. Sie hielten große Versammlungen in der Stadt ab und dies wirklich meist zu mehreren hundert Personen. Und sie gingen, die Psalmlieder von Clément Marot singend, durch die Straßen der Stadt. Dabei handelt es sich um Praktiken der Aneignung des Stadtraums, wie es sich auch in der Geschichte der Versammlungsorte und ersten Tempel widerspiegelt. Von clandestinen Versammlungen in bürgerlichen Häusern ging man 1560 zum Predigen in Höfen, Friedhöfen, Ställen sowie dem Haus der Frau des Schatzmeisters von Piemont, also auf exterritoriales Gebiet in der Stadt über. Aber es wird auch von Hostienschändungen und Diebstählen in katholischen Kirchen berichtet. Polemische Traktate, die mit den Figuren von Christ versus Antichrist oder Gotteswort versus den Täuschungen des Teufels arbeiteten, heizten die Situation an. In den 1560er Jahren kam es schließlich zum Bürgerkrieg, der allerdings nicht in Lyon selbst ausgelöst wurde, sondern auf Landesebene. Konkreter Auslöser war das Massaker von Vassy, ein Ort im Nordosten Frankreichs gelegen, bei dem es am 1. März 1562 mutmaßlich 50 Tote und über 150 Verletzte gegeben hat. Anlass für dieses Gemetzel war ein reformierter Gottesdienst in einer Art Scheune, der innerhalb der Stadtmauern lag. Genau dies aber widersprach dem im Januar von der Regentin Katharina von Medici erlassenen Edikt, das den Protestanten ermöglichte, sich öffentlich zum Gottesdienst in den außerhalb der Stadtmauern gelegenen Vorstädten sowie auf dem Lande zu versammeln. Damit war nicht nur die Toleranzpolitik gescheitert, sondern es begannen auch die sogenannten Hugenottenkriege oder besser gesagt die Bürgerkriege, die erst mit dem Edikt von Nantes 1598 ihr Ende finden sollten, das den französischen Calvinisten eine eingeschränkte religiöse Toleranz zusicherte. Um Lyon auf Seiten der Calvinisten zu behalten, zog am 30. April 1562 der Baron des Adrets mit rund 1200 Soldaten in die Stadt ein. Sie kamen über die Rhonebrücke in die Stadt, nahmen das Rathaus ein und vertrieben die in der Stadt stationierten Wachen. In den nächsten Tagen nahmen sie die Klöster, insbesondere Saint-Jean und Saint-Just ein, schließlich noch das Schloss Saint-Pierre, den letzten katholischen Verteidigungsposten. Während der etwa 14-monatigen Phase der militärischen Besetzung der Stadt übernahmen die Calvinisten den Stadtrat, sagten katholische Feiertage ab und machten die Teilnahme an Predigten zur Bürgerpflicht. Sie ließen es jedoch auch zu, dass Kirchen geplündert wurden und der Kirchenschatz zur Herstellung von Waffen oder Munition eingeschmolzen oder zur Kriegsfinanzierung weiter veräußert wurde. Kirchengüter wurden versteigert. Auch für die Gottesdienste besetzten sie eine Reihe von Kirchen, die des Dominikanerkonvents, die Kirche Saint-Paul, Sainte-Croix und La Cana. Das von einem unbekannten Maler angefertigte Ölgemälde Sac de Lyon par les Calvinistes en 1562 gibt einen Eindruck von dieser Zeit, auch wenn es hier eher um eine idealisierte oder allegorische Darstellung
mit ambivalenter Aussage handelt. Das Ölgemälde aus dem Jahr 1565, also kurz nach den Ereignissen, zeigt eine ikonoklastische Szene ohne Gewalt an Personen in einer Stadt unter calvinistischer Herrschaft, unter der sie seit Ankunft der protestantischen Armee stand. Es richtet sich gegen den katholischen Bilder- und Reliquienkult. Von der Architektur her lässt sich nicht direkt auf Lyon schließen. Lyon hatte im 16. Jahrhundert keine Kuppeln. Auch die Topographie, hier eine klassische Zentralperspektive der Renaissance, passt nicht zu Lyon. Der Hügel im Hintergrund könnte Fourvière sein, aber auch das ist nicht sicher. Die Inschrift am oberen Rand des Gemäldes, am oberen und unteren vielmehr, hier der obere und hier unten, sehr wahrscheinlich a posteriori hinzugefügt, verweist allerdings schon auf Lyon. Die lateinischen Inschriften am oberen und unteren Rand des Gemäldes, die eine gewaltsame Herrschaft der Protestanten suggeriert, widersprechen der Darstellung des Gemäldes. Diese beschreiben die Szene folgendermaßen. In der Übersetzung: die hier dargestellte Zerstörung von Lyon zeigt, dass Calvins gottlose Dogmen auf Diebstahl und Blut basieren. So sahen die Kirchen in der Stadt Lyon aus, als Calvin ihre Rechte zerstörte. Ihre heiligen Rechte zerstörte. Pardon. In der gemalten Darstellung aber wird niemand getötet oder verletzt. Im Vordergrund parodieren Soldaten eine katholische Prozession. Auf der linken Seite lesen Soldaten ein Buch, sehr wahrscheinlich die Bibel, während hinten liturgische Gewänder verkauft werden, die ziemlich luxuriös aussehen. In der Mitte des Bildes schwören Soldaten einen Eid auf den Banner mit der Aufschrift, um Gott und dem König zu dienen. Ein Kruzifix und Bücher werden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, während Mönche davonfliehen. Reliquien und Statuen werden aus den Kirchen herausgetragen. Hier etwa. Rechts im Vordergrund werden wertvolle liturgische Gegenstände, hier in diesem überdachten Bereich, werden wertvolle liturgische Gegenstände inventarisiert und gewogen. Sicherlich im Hinblick auf das Einschmelzen, während weiter hinten ein Mann eine Verkündigung vorzulesen scheint. Weiter im Hintergrund ist ein auf einem Hocker stehender Straßenprediger zu sehen. Insofern, als sich Text und Bild widersprechen, könnte man auch von einer ironischen Botschaft hier sprechen, die der Maler beim Betrachten vermitteln wollte. Die Phase der protestantischen Herrschaft in Lyon war mit dem Edikt von Amboise im Grunde zu Ende. Am 15. Juni haben auch die Soldaten die Stadt verlassen. Daraufhin begann die schrittweise Rückeroberung der Stadt durch die Katholiken. Eine erste Vereinbarung zwischen Katholiken und Protestanten erlaubte beiden Konfessionen zunächst freie Religionsausübung in der Stadt. Zwei Kirchen wurden für Calvinisten reserviert, St. Paul und die Kirche der Dominikaner. Darüber hinaus sprach ihnen der Leutnant des Lyonnais drei Orte zu: den Garten von François Salat, zwischen der Monte Saint-Barthélemy und dem Wechselplatz, ein Terrain auf dem ehemaligen Stadtgraben bei den Terreaux und einen Platz beim Jakobinerkonvent. Da man sie an diesen Orten nicht lange duldete, erhielten sie vom Leutnant drei neue Orte zugewiesen. An immerhin zwei der neuen Orte entstanden protestantische Tempel, der Temple de Paradis und der Temple de Terreaux, der aufgrund massiver Proteste einiger Nonnen aus der Nachbarschaft vom Konsulat wieder geschlossen wurde. Der Paradiestempel überlebte noch eine Weile,
Und aufgrund der Zeichnungen von Jean Perissin können wir auch einen Blick hineinwerfen. Es handelt sich um einen der ersten protestantischen Rundbauten, weitgehend aus Holz, im Innern ganz simpel, mit einer Kanzel zentral platziert, Bänken und einer Empore ausgestattet. Doch auch die Katholiken bauten ihre zurückgewonnene Position weiter aus. Das Konsulat erhielt wieder eine katholische Mehrheit. Inzwischen, 1565, waren auch Jesuiten in die Stadt gekommen, die sich in der katholischen Reform engagierten. Parallel schwand die Anhängerschaft unter den Calvinisten. Während 1563 noch 25.000 Protestanten am Abendmahl teilnahmen, waren es 1567, also 4 Jahre später, nur noch etwa 4.000. Zwischen dem 30. August und dem 3. September 1572 kam es zu einem Massaker an der reformierten Bevölkerung in Lyon, bei dem zwischen 1.800 und 3.000 Menschen getötet wurden. Damit war die katholische Dominanz in der Stadt für die nächsten Jahrzehnte gesichert. Das in Lyon als Vêpre Lyonnaise, da abends geschehen, also zur Vesperzeit, bezeichnete Massaker ist eine Fortführung der am 24. August in Paris begonnenen Tötung von Protestanten, die als Bartholomäusnacht oder Massaker von Saint-Barthélemy in die Geschichte einging. Es hatte nicht nur religiöse Ursachen, sondern ist auch auf Zerwürfnisse im katholischen, im französischen Hochadel zurückzuführen, der, zumindest was eben die katholische Seite betraf, ganz und gar nicht mit der königlichen Befriedungspolitik einverstanden war. Die wenigen verbleibenden Calvinisten in Lyon zogen sich für ihren Gottesdienst und für das Abendmahl indes vor die Tore der Stadt zurück, ins Schloss Chandieu, ins benachbarte Oullins und seit etwa 1630 nach Saint-Romain-de-Couzon. Bevor wir zum zweiten Teil kommen, rekapitulieren wir doch kurz, was sich im Kontext der kirchlichen Reformbewegung und ihrer Zurückdrängung im Stadtraum alles verändert hat. Zunächst wurden bestehende Kirchen geplündert und teilweise auch äußerlich beschädigt. So geschehen bei der Stiftskirche Saint-Just und der Kirche Saint-Irénée, die sogenannten Vorstadtkirchen, könnte man sagen, obwohl der Faubourg in Lyon etwas Besonderes ist. Hier muss man wohl bei den Kirchen, teilweise auch bei der Kathedrale und den benachbarten Kirchen von Zerstörung reden, wenn auch ikonoklastisch motiviert. Zweitens haben sich Protestanten, die seit den 1540er Jahren immer deutlicher als Calvinisten identifizieren lassen, auf verschiedene Weise der Stadt bemächtigt. Sie hatten Versammlungsorte in Häusern, Gärten, Höfen, Scheunen, übernahmen sporadisch Kirchen und bauten sich schließlich eigene kleine Tempel, die allerdings nur von kurzer Dauer waren. Vor allem haben sie mitten in der Stadt hör und sichtbar gesungen, Gottes Wort gepriesen und Psalmen deklamiert. Drittens schließlich haben protestantische Truppen die Stadt für circa 14 Monate besetzt. Was in dieser Zeit städtebaulich noch geschah oder geplant wurde, werde ich im Weiteren erläutern. Die Reformation hat in Frankreich ihre Opfer gekostet. Das war auch in Lyon so. Sie hat Heretiker wie Märtyrer produziert und unzählige Tote bei einem Massaker. Die Zeit der Besetzung der Stadt durch protestantische Truppen, also 1562-63, aber hat erstaunlicherweise kaum Menschenleben gekostet, auch wenn einzelne Bewohner schnell das Weite gesucht haben. Während also nahezu keine Gewalt an Menschen ausgeübt wurde, geschah dies umso mehr an Gebäuden.
Viele Kirchen wurden geplündert, die Kathedrale und das Kloster Saint-Jean wurden schwer beschädigt, die Vorstadtkirchen Saint-Just und Saint-Irénée ebenso. Während die Zerstörungen, also ich kann Ihnen das noch mal ganz kurz zeigen, also das ist der Kathedralkomplex mit der Kathedrale und dem Kloster, lange Zeit auch noch eingemauert, und daneben noch zwei Kirchen. Die Kirche, die sogenannten Faubourgs, liegen hier, das ist Saint-Just und Saint-Irénée mit einem Kloster. Während die Zerstörungen von Saint-Jean wohl eher religiös zu deuten sind, muss man bei den Vorstadtkirchen eine militärstrategische Motivation annehmen. Der Plan war, anstelle von Kirche und Kloster eine Zitadelle zu bauen, um von dort die Rhone und die Dauphiné-Ebene überwachen und kontrollieren zu können. Vor wem? Vor dem möglicherweise heranziehenden katholischen Feind. Zu den militärisch motivierten Veränderungen gehörte auch die Umwandlung eines unbebauten Terrains zu einem Truppenansammlungsplatz. Dabei handelt es sich um nichts anderes als der späteren Place Bellecour, die nach Abzug, das liegt hier, also noch völlig unbebaut, die nach Abzug der Truppen in eine Art Tennisplatz umgewandelt wurde. Da hat man Jeu de Paume gespielt und 100 Jahre später einen der größten öffentlichen Plätze der Stadt transformiert wurde. Neben ikonoklastisch oder militärisch motivierten Maßnahmen gab es jedoch auch eine Reihe anderer städtischer Bauvorhaben. Mein Kollege Bernard Gauthier hat diese in ihrem Kern auf einer Karte visualisiert. Ich werde die Projekte deshalb jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, sondern eher zusammenfassen. Man wollte die Zirkulation im Stadtraum verbessern. Dazu wurden Straßen verbreitert. Man kann hier durchaus eine Vorform der Hausmannisierung erkennen. Das ist etwa auch hier entlang der Stadtmauer zur Grenze an der Rhone hin geschehen. Man hat also die Straßen verbreitert, man hat sie mittels Durchbrüchen durch Häuser oder Mauern, hat man neue Querverbindungen in der Stadt hergestellt und Straßen verlängert. Ein Beispiel habe ich gerade genannt, die Verbreiterung der Straße von dem Kloster der Cordeliers bis zur Rhonebrücke, wo die Häuser um eine Pikenlänge verkürzt oder aber eingerissen wurden. Freilich war eine gute Zirkulation auch im Kriegsfall wichtig. Daneben aber hatten die Krämer, Händler und Kaufleute ein besonderes Interesse, mit ihren Wägen, Karren und Kutschen gut, das heißt möglichst schnell und ohne Unfälle und ohne Warenverlust, durch die Stadt zu kommen. Zweitens, man wollte eine weitere Brücke über die Saône bauen. Und zwar in der Verlängerung eigentlich der Rhonebrücke, durch die Stadt hindurch, dann an dieser Stelle, um direkt nach Saint-Jean zu kommen. Das hat man nicht sofort realisiert. Der Baron de Sadret hatte aber zwei provisorische Brücken während der Besetzung. Und man hat die Häfen modernisiert, damit die Boote besser anlegen können. Auch die eben wesentlich für das Transport- und Handelsgeschäft. Tatsächlich wurden zwei Flusshäfen vergrößert und modernisiert. Und bei Saint-Éloi, das ist diese Stelle, bei Saint-Éloi, nördlich der Pont de Change, ein neuer Hafen angelegt, wofür dann zwei Häuser eingerissen werden mussten. Hier stand eben sicherlich das Interesse der Händler im Vordergrund. Drittens, sollten neue Plätze entstehen oder kleinere Plätze vergrößert werden. Auch hierzu wurden Häuser eingerissen, Friedhöfe aufgelöst und die großen Innenhöfe von Klosteranlagen umfunktioniert.
Wer könnte daran Interesse gehabt haben? Als Gründe werden in den Dokumenten wiederholt Embellissement genannt, also Verschönerung, oder pour la commodité de la dite ville, aus Gründen der Bequemlichkeit, also das ist dieses sozusagen schnelle durch die Stadt kommen, indem man aus einer verwinkelten Stadt mit noch engen Gassen eben eine Stadt baut, die breite, direkte Straßenverbindungen hat. Und pour le bien public, aus Gründen zum Wohl der Allgemeinheit, wurde immer wieder betont. Auch wenn davon, was die ganzen Projekte betrifft, die ja auch teilweise auf der Karte eingezeichnet sind, nicht alles sofort umgesetzt wurde, kann man von der Phase protestantischer Besetzung durchaus als von einer Phase der Raumproduktion im lefebvreschen Sinne sprechen. Doch weshalb gab es diese Phase der intensiven Planung städtebaulicher Veränderungen gerade in der Zeit, als die Calvinisten an der städtischen Macht waren und als die Stadt von protestantischen Truppen besetzt war? Es war ja ein, wenn nicht gewaltsames, dann doch gewaltiges Programm. Dies müssen wir nun abschließend noch klären. Weshalb es normalerweise nicht so einfach war, in einer schon bestehenden, dicht besiedelten französischen Stadt, in der es von vielen Klerikern nur so wimmelte, größere städtebauliche Veränderungen vorzunehmen oder gar eine Planung auf dem Reißbrett durchzuführen, dafür gab es einige Gründe. Erstens, der Großteil des städtischen Bodens war eben nicht städtisch, sondern gehörte Grundbesitzern. Dies waren reiche Notabeln und vermutlich der größere Teil kirchliche Institutionen. Diese mussten vorher alle befragt werden. Il faut avoir l'avis de la plupart des notables et habitants de la dite ville, wie es in den städtischen Ratsprotokollen immer wieder heißt. Zweitens, ohne königliche Erlaubnis konnte ein Stadtrat keine größeren Bauvorhaben umsetzen. Da waren die sogenannten Lettres Patentes notwendig, die man auch nicht so einfach bekommen hat. Drittens, auf vielen Grundstücken und Häusern lagen Hypotheken, für die ein Ausgleich erforderlich gewesen wäre. Mit manchem Immobilienbesitz in der Stadt waren viertens grundherrliche Rechte, also regelmäßige Nebeneinkommen, verbunden. Und die Besitzer solcher Rechte wären eben nicht gerade glücklich über deren Verlust gewesen. Fünftens, der Stadtrat hätte sich auf hohe Entschädigungszahlungen einlassen müssen, doch dies war damals aus verschiedenen Gründen und eben nicht nur aus finanziellen nahezu unmöglich. Die genaue Lektüre der Ratsprotokolle der damaligen Zeit zeigt, dass sich der Stadtrat bereits vor der protestantischen Besetzung der Stadt mit notwendigen städtebaulichen Maßnahmen beschäftigt hat. Damals, 1561, war er bereits zur Hälfte paritätisch mit Katholiken und Calvinisten besetzt. Am 4. August 1561 erhielt der Stadtrat königliche Patentbriefe, also diese Art von Baugenehmigung, die ihnen erlaubte, die Straßen zu verbreitern und Plätze in der Stadt anzulegen. Dies nahm das Konsulat zum Anlass, eine große Bürgerversammlung mit Notabeln und Gewerbetreibenden einzuberufen. Diese fand am 5. Januar 1562 statt. Diese Versammlung hat über die notwendigen Maßnahmen und über das Vorgehen verständigt. Nämlich, so wurde beraten, doch diese Immobilienbesitzer zu befragen und ihnen eventuell Entschädigungen zu bezahlen. Darauf jedenfalls
bestanden die grundbesitzenden Notabeln der Versammlung, während die Handwerker weniger zimperlich waren. Que l'on doit abattre toute chose empêchant les rues publiques. Dies war in mehrfacher Hinsicht eine außergewöhnliche Situation. Eine quasi Vollversammlung der städtischen Bürger, die über die Notwendigkeiten innerstädtischer Umgestaltung zum Wohle der gesamten Stadt diskutierte. Eine ganz kurzfristig aufscheinende urbanistische Utopie mit partizipativen Elementen, die eine solche Energie entfaltete, dass sie glaubten, das Problem der kirchlichen Grundherrschaft in der Stadt aushebeln zu können. Und als wenige Monate später die protestantischen Truppen in der Stadt waren, glaubten sie wohl tatsächlich, sie umsetzen zu können. Den Rest kennen sie bereits. Kirchen wurden geplündert, kirchliches Eigentum zu Geld gemacht, störende Mauern eingerissen und Kirchengüter versteigert. Die Bürger hatten es geschafft, die Macht der katholischen Kirche zurückzudrängen und begannen, ihre Stadt selbst zu gestalten. Wir wissen bereits, dass dieser Triumph nicht lange anhielt. Aber es ist ebenso bezeichnend, dass der Stadtrat, der bald wieder in katholischer Hand war, die beschlossenen Maßnahmen nicht zurückgenommen, sondern sie weiterverfolgt hat, weil er in ihnen eine Notwendigkeit sah. Auch wenn es noch einige Jahrzehnte gedauert hat, bis alle geplanten Maßnahmen umgesetzt wurden. Kommen wir abschließend nochmals auf die Ursachen der städtebaulichen Planungen und Veränderungen zurück. Waren sie nun religiös oder urbanistisch motiviert? Nach allem, was wir heute erfahren haben, lässt sich dies gar nicht so einfach trennen. Denn die städtischen Bürger wurden zu Calvinisten, weil sie ihrem Gott gehorsam sein wollten und weder dem Bischof noch den Heiligen folgen wollten. Und dann waren es die calvinistischen Bürger, die die Stadt, ihre irdische Heimat, in der sie auch Handel treiben wollten, veränderten. So gesehen verschaffte ihnen der Calvinismus eine gewisse Gestaltungsmacht, der zu anderen Zeiten die Grundbesitzer und Grundherren entgegenstanden. Oder vielleicht haben wir es ja doch hier mit einem frühen Beleg für Max Webers Vermutung zu tun, dass es zwischen dem Calvinismus und dem Geist des Kapitalismus eine Art Wahlverwandtschaft gegeben haben muss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Why I'm not seeing myself, I don't know. And how can I change the layout? Here? Grid? Okay. Thank you very much, Susanne, for this this lecture. I mean, it was, as I said already like three or four times, the final lecture of this Ringfolies. And so as such, she also rightly managed to frame somehow his lecture within the wider picture of the journey that we made during all these months by connecting her with other lectures been given, and also very interesting the way, I mean, she creates this interplay between like historiography, so historical narratives, and of course concepts. I mean, the grid of concepts that she presented has been deployed very nicely during the presentation. I mean, there are many
many remarks that we that I can make, but I won't do it. Two things I wanna simply underscore. The first one is that it's I mean, this lecture really shows, I mean, how very clearly which kind of as we call the mutual formation between religion and humanity can occur in such a quite like brief time frame. Talking about a few decades, but within these few decades, many things happen in the city that talk about this famous mutual formation. So, and that are kind of characters that can also be found somewhere else. So the interesting thing of this lecture, and that many of the factors that Susanne brought up are factors that characterize urban religious phenomena all over the world and across time. I can just mention the importance of text. The city is a site of cultural industry, so the production of text for religious competition is a clear marker of urban religion. The same, I mean, she nicely mentioned my name in relation to martyrdom, but we had examples of martyrs also in this time. And martyrdom, as I tried to explain, is an urban phenomenon. And if I can, I mean, we can go on and reference to, for instance, the kind of dialectics between visible and invisible religion, which was part of the confessional dialectic going on in this place, and of course at the very end the outcome, the outburst of urban violence. Urban religion is also about war and conflict in a warlike mode, and this very nice picture, this kind of like, of course, I mean, the use of images is very important. So this very telling painting, a very nice piece of confessional propaganda with this very highly confessionalized cityscaping of the city of Lyon. So there are many things that talks about urban religion in this lecture, but I don't want to monopolize the discussion because we have a lot of people in our chats. I don't know how many people on the YouTube, but it's now definitely time to open up the discussion, and I will stop talking. Questions? I'm looking at the chat. Let's wait some seconds. Okay, we have one question here from the room, from Sarah Keller. Susanne. Yes. Also die, ja, das Kapitel, genau, das spielt. Das ist, genau, also es geht die Frage, die hier im Raum gestellt worden ist. Die Frage, die hier im Raum gestellt worden ist, geht im Hinblick auf die Plünderungen, Zerstörungen, beziehungsweise dann auch die Tatsache, dass aus den geplünderten Gegenständen Geld gemacht werden konnte. Ich habe ja diese zwei Verwendungsweisen angedeutet, entweder einschmelzen, wenn es um Munition geht, aber wertvolle Gegenstände, also gerade aus dem Kirchenschatz, hat man jetzt nicht direkt eingeschmolzen, sondern eher inventarisiert und dann verkauft und versteigert. Also hat tatsächlich Geld gemacht, das aber auch zunächst natürlich der Kriegsfinanzierung in der Stadt diente. Das muss man so ganz klar sagen.
Jetzt ist die Frage ja die, schlichtweg, kann sowas auch ohne diese Form von Diebstahl und Zerstörung stattfinden? In Lyon hat es eben so stattgefunden, das kann man nun nicht mehr ändern, aber natürlich gibt es andere Beispiele von friedlich verlaufenden Reformationen. Das war ja nun auch gerade in Frankreich diese sehr spannungsvolle Politik, wo eigentlich zu Beginn die französischen Könige noch geradezu teilweise pro-reformatorisch, jedenfalls sympathisierend damit waren, das über den Humanismus irgendwie sogar ein Stück weit befördert haben, dann aber doch sehr schnell vor allem im Hochadel ein Interesse entstand und Bündnisse entstanden sind, die politisch und religiös motiviert waren und die dann zu diesen Bürgerkriegen geführt haben. Es gibt durchaus Städte, also das ist auch ein bisschen ein Mythos, ehrlich gesagt, aber die Geschichtsschreibung über Hamburg hat lange gesagt, in Hamburg gab es eine friedliche Einführung der Reformation. So friedlich war das auch nicht, denn auch dort wurden Klöster aufgelöst und wurde Kirchenschatz veräußert, aber nicht mit diesen, es gab nicht diese kriegsähnlichen Szenen. Also das hängt, aber um das jetzt vielleicht auf den Punkt zu bringen, es hängt im Grunde genommen von einer globaleren, im Sinne von zumindest landesweiten Konstellation ab, der Mächte, der kirchlichen wie Regierungsmächte, die so etwas befördern, nicht befördern, die da befriedigend, besänftigend eingreifen, die vielleicht auch einfach mal Koexistenz verordnen. Auch das ist eine Möglichkeit, aus so einer Krisensituation herauszugehen. Aber in Frankreich war es eben besonders konfliktuös. Gibt es neben dem Sac de Lyon, also diesem Gemälde, was ich gezeigt habe, vergleichbare? Nicht, also es gibt schon noch Zeichnungen auch von diesem Jean Perissin, von dem ich diese Tempelszeichnungen gezeigt habe. Er hat die Zerstörung von Saint-Just und Saint-Irénée noch dargestellt. Es gibt natürlich auch in Drucken, gewissermaßen Schwarz-Weiß-Drucken, gibt es dann Holzschnitte und so weiter, die auch polemisierten, aber nicht mit dieser allegorischen Kraft, sag ich mal, wie es dieser Sac de Lyon ist. Das ist schon ein ziemlich besonderes Gemälde. Nun bin ich keine Kunsthistorikerin. Möglicherweise mag es ja was gegeben haben, was heute zerstört ist. Das weiß ich nicht, aber ich kenne jedenfalls außer diesem nichts, was vergleichbar wäre, wenn das die Frage ist. Nochmal, kann man in Bezug auf die... bei der Behandlung des städtischen Raumes. Also das war jetzt sozusagen die versteckte These meines Vortrages, dass das durchaus was mit dem Interesse der Calvinisten, die ja auch ist vielfach unter den Kaufleuten, unter den Händlern, unter den Gewerbetreibern, da gab es ja viele Anhänger der Calvinisten, die hatten eben ein Interesse daran, diesen städtischen Raum für sich auch als Handelsraum zu gestalten.
Also das steckt für mich in diesen Ratsprotokollen und diesen, in diesem großen Engagement. Man muss diese Stadt sozusagen aus dem Mittelalter, würde man heute sagen, herausführen und in eine moderne Stadt verwandeln, indem man die Zufahrtsstraßen so präpariert, dass man von allen Seiten gut reinkommt, sowohl auf dem Fluss als auch auf dem Landwege. Ja? Das ist meine These, dass das spezifisch kalvinistisch gewesen ist. Ist der wirtschaftliche Aufschwung, den sich die Bevölkerung erhofft hatte, dann in Erfüllung gegangen? Leider nicht sofort. Aber das spielt eine Rolle. Also die, es war vielleicht, man muss es eher so sehen, dass diese beginnenden religiösen Unruhen, andere Gründe gab es auch noch dafür, aber auch die haben dazu beigetragen, dass man in der Stadt schon merkte, dass der Handel und dieser Warenumschlag zurückgegangen ist. Deshalb wollte man ja diese ganzen Reformen durchführen, um sozusagen eine attraktive Messestadt zu gestalten. Also diese Hoffnung, die steckte damit drin. Sie ist aber leider nicht so schnell in Erfüllung gegangen, weil, wie ich gezeigt habe, sie haben diese Bürgerkriege ja noch bis ans Ende des Jahrhunderts gedauert. Und das ist in Lyon alles noch viel schlimmer geworden, weil sie sich nämlich den Legisten angeschlossen hatten. Das war nochmal so eine eigene parteiliche, so ein Bündnis, das sogar noch antiroyalistisch gewesen ist. Und daraufhin sind sie dann auch kräftig bestraft worden. Der Stadtrat hat enorm an Macht eingebüßt am Ende des 16. Jahrhunderts. Und so dass man auch dann parallel stellt man, soweit man das in Zahlen quantifizieren kann, aber man stellt sogar einen richtigen Bevölkerungsschwund auf vielleicht nur noch 30.000 Einwohner am Ende des 16. Jahrhunderts statt. Und der eigentliche Aufschwung, der kommt erst in den, naja, so 1610er, 20er Jahre, beginnt der dann wieder, weil man sich dann eben auch wirtschaftlich neu geordnet hat. Hat es. Also es geht um die Erfahrung von Gewalt und um die Auswirkungen auf Sicherheitsaspekte in der Stadt. Also selbst der Baron des Adret, der mit seinen Truppen die Stadt besetzt hat, hat ja die Stadt versucht so zu befestigen, ne? Also zu verteidigen, und hatte diesen Plan, diese Zitadelle zu bauen. Also insofern, das muss vermutlich, ich bin keine Militärhistorikerin, aber das muss wohl vermutlich jeder Kriegsherr tun, seine Stadt irgendwie abzusichern, dass die Feinde nicht eindringen können. Das haben die getan, die haben die Verteidigungsanlagen durchaus ausgebessert und auch bewacht. Die Mauern, die wurden, also das ist jetzt nicht ganz mein Spezialgebiet, ich bitte um Verzeihung, aber diese Bastionen, die wurden schon durchaus noch weiter ausgebaut und weiter abgesichert. Ich würde denken, das kommt so aus der akuten Situation heraus. Das wird weitergeführt ja in Frankreich dann noch lange im 17. Jahrhundert. Da wurden ja nicht nur Städte befestigt, sondern da hat man das ganze Land mit Landesgrenzen versehen. Also dass man dann Stadtmauern
überhaupt abgetragen hat, da hat man ja frühestens dann mal im 18. Jahrhundert daran gedacht, weil man wusste, dass sie jetzt langsam außer Funktion treten. Und so wurden die auch dort sukzessive abgebaut. Aber ja, also das kann man generell schon bejahen. Do you want to read these questions? Yeah. Yeah, there is a long question from the chat being solicited, so it's there. I can read it out. The Temple of Paradise painting you showed gives the expression that the, I don't know how to pronounce in English, the Huguenots practice their religion commonly indoors. Were there Protestant processions in the public spaces of Lyon? First question. Second question. Were this public Protestant practice allowed or provided for in the Edict of Amboise? In other words, did the Catholics monopolize the use of urban public space in Lyon? Le Temple de Paradis. Okay. Showed your painting gives the the Huguenots practice their religion communally indoors. Yes and no. It depends on the moment. Sometimes, I mean, this is perhaps it's very detailed because it can change every 3 years or so. In the beginning, let's say, it was not, or especially also in these times when we have these executions, it was not really recommendable to pray and sing outside. It was rather a kind of clandestine community of the Huguenots. But when they had these places, either the temples or these other spaces indoors, it was officially allowed and everybody could know it, yeah? That they gather in these places. Not only indoors, by the way, they also used courtyards of houses. Huh? Big courtyards where you can gather by 200, 300 people or so. Really, this existed. And then they had, there was this arrangement in the I think it was 1562, when they officially were allowed to use these two churches, yeah? So the St. Paul Church and the Church of the Dominican convent. Yeah. Were these public Protestant places allowed to provide in the Edict of Amboise? Yes, yes, it's also Edict of Amboise is not especially for Lyon because it's a wider edict for the whole country. But in general, they were saying like that one city per bailliage or per seneschaussee is for the Calvinists and they should only gather and do their services there.
Did Catholics monopolize the use of urban public spaces? No, not at all. Not at all. So the Calvinists also tried to monopolize them, and therefore they in the 1622-23 they opened spaces especially for gatherings, even that. And they used in 60 during this. Time when the Protestant army was in Lyon, they used all the churches even. So there was even a lack of space for Catholics to do their services. Let's see if there are other questions. Otherwise, I'm forced to do it. Thank you. We have a expression of gratefulness. Are there other questions from here, from the room? Yes. Oberste. Jörg Oberste. Ah, perfekt. Super. Und ich fand interessant als Leitfaden in Bezug vor allem auf die, ich habe den Eindruck zumindest, auf, als wesentlicher Faktor beim Bremsen sozusagen der Innovationen, der auch wirtschaftliche, aber auch baulichen und städtischen Entwicklung, die Rolle der katholischen Kirche sozusagen, vor allem zwischen Spätmittelalter und Neuzeit. Weil zum Beispiel der Professor eben aus Regensburg meinte unter anderem, dass Conditio sine qua non sozusagen und die Weiterentwicklung mit der Französischen Revolution war diese Sache, dass der Klerus hatte so viel Vermögen, so viel auch Konservativismus in der Entwicklung der Gesellschaft in Paris, dass ohne diese Voraussetzung ein bisschen der Klerus ein bisschen Platz zu radieren, wäre schwierig diese Weiterentwicklung danach gewesen. Und dann auf der anderen Seite dachte ich vor etwa anderthalb Stunden bei dem Seminar, es ging nicht unmittelbar darum, aber ich fand trotzdem vielleicht möglich die Verknüpfung sozusagen. Wir hatten gesehen, in der frühen Neuzeit, in der Entwicklung in Europa, dass zum Beispiel Norditalien, was bis kurz zuvor Motto der von diesem Wirtschaftsaufschwung mit Venedig, gerne und so weiter, total in Stocken gerät. Und die Iberische Halbinsel, auch Portugal, Spanien, die bis Kolumbus sehr Vorreiter waren, als volkswirtschaftliche und Lohnniveau und alle Aspekte der Wirtschaft stagnieren faktisch. Yeah. Und die frühe Neuzeit ist der Aufschwung Zeit vor allem von Niederlanden, England und so weiter. Yeah. Und ich denke in Bezug auf Max Weber und so weiter, die Ethik des Protestantismus zur Entwicklung des Kapitalismus, ob vielleicht die Rolle des Katholizismus und der Kirche, und sie hatte zum Beispiel gemeint, dass um bestimmte Baumaßnahmen auszuführen, muss man natürlich die Grundherren fragen und die Kirche natürlich hat auch eine wesentliche Rolle. Also als Leitfaden kann man sagen, also klar, dass das Phänomen ist sowieso multifaktorial insgesamt, aber wie stark, also wie gewichtig finden Sie die Rolle auch in Bezug auf, was Sie vorgetragen haben, die Rolle des Katholizismus als Bremsfaktor in allen diesen Entwicklungen eine Rolle spielt? Mm-hmm.
Okay, das war jetzt eine weit ausholende Frage über wirtschaftliche Verflechtungen in der Zeit und die Rolle der Religionen, die Rolle auch des Katholizismus einerseits in der Wirtschaft, andererseits aber auch bei Veränderungen in der Stadt. Man sollte das nur ganz generell vorneweg, man sollte nicht, glaube ich, nicht so pauschal jetzt irgendwie dem Katholizismus vor dem Hintergrund einer Reformbewegung im 16. Jahrhundert so dann pauschal als antimodernes Element und Bremser, als die Retardierer und so weiter bezeichnen. Denn sehr schnell hat sich ja, ich habe den Namen Ignatius von Loyola erwähnt, sehr schnell hat sich ja in der katholischen Kirche eine Reaktion darauf entwickelt und die haben ihre eigene katholische Reform gehabt. Gerade in der Zeit, über die ich gesprochen habe, hat in Trient das große Konzil stattgefunden, wo die über solche Reformen in der katholischen Kirche auch gesprochen haben. Also sozusagen innerkirchlich und was die Frömmigkeit und die Riten betrifft, hat die katholische Kirche genauso nachgedacht und sich zu verändern, sich irgendwie anzupassen, versucht. Das ist einfach nur, damit man jetzt nicht so in so ein Schwarz-Weiß oder so eine Zeichnung hineinkommt. Gegeben die Tatsache, dass eine Kirche und auch viele Klöster ja über, sie hatten ja auch Jahrhunderte Zeit, Kapital und Grundeigentum anzuschaffen, das sie gestiftet bekommen haben, dass die adligen Familien, die ihre Kinder ins Kloster geschickt haben, sozusagen mitgegeben haben. Also das ist ja auch etwas entstanden über Jahrhunderte hinweg, dass man das nicht einfach sozusagen mit einem Wisch wegwehen oder mit einem Strich sozusagen durchstreichen kann, das ist ja irgendwo auch einleuchtend. Und insofern waren die, was bauliche Veränderungen in so einer alten, schon voll bebauten, traditionsreichen Stadt betrifft, naja, klar waren sie da. Und sie waren massiv da. Sie saßen einfach da. Und es waren Tausende von Personen, die sozusagen das ganze Immobilienkapital, also einen Großteil davon zumindest, hatten. Ja? Und wie will man das jetzt durchbrechen? Das, also menschheitsgeschichtlich betrachtet, geht das ja fast nur durch eine Revolution. Ich weiß es nicht, wie man es sonst machen soll. Entschuldigung, also das ist ein bisschen auch pauschal gesagt, aber es muss die Geschichte zeigt es ja, es gibt dann verschiedene Schnitte, die einfach gemacht werden müssen und entweder es geschieht durch staatliche Macht, indem sie einfach es beschließen, dass das Eigentum aufgelöst wird, das gibt es immer wieder, das haben wir auch im 20. Jahrhundert, oder es sind die Menschen, die sagen, wir wollen das jetzt haben, es gehört auch uns, es ist auch unsere Stadt und wir wollen diese Stadt jetzt verändern, weil wir hier wohnen und weil wir diejenigen sind, die hier das, so modern gesprochen, Bruttosozialprodukt erzeugen. Dann muss die Stadt auch so aussehen, dass sie für die Zwecke des Gewerbes, des Handels und so weiter auch ausgestattet ist und funktionieren kann. So in etwa, auf Ihre sehr große Frage. Vielen Dank. There is another chat. Yeah, there is another question from the chat. I can read it out. From Catherine Sende. How long did the Calvinist supremacy in Lyon last? And what happened after their demise to the spatial innovation that they introduced? Was there a Catholic restoration going on? Mm-hmm.
So the Calvinist supremacy. Ja, also ich habe es ja durch die Zahlen angedeutet in den 1560er Jahren. Es sieht man am Rückgang an der Teilnahme des Abendmahls ja schon, dass die Anhängerschaft für den Calvinismus stark eingebrochen ist. Und ab da, also ab dem Moment, wo auch die Protestanten abgezogen sind, ich weiß nicht genau den Monat, aber vermutlich dann im darauffolgenden Januar, war auch der Stadtrat wieder hauptsächlich katholisch besetzt. Also das ging nicht sehr lange, um das ganz kurz zu sagen. Es hat aber immer irgendwie Calvinisten auch in der Stadt gegeben, auch wenn die, wie ich angedeutet habe, dann zu ihrem Gottesdienst in das Nachbardorf Ullern gehen mussten und so weiter. Es gab ja auch ständig die Händler in der Stadt, die einfach nur temporär da gewesen sind. Also auf diese Art und Weise hat sich das schon fortgesetzt. Wir kennen im 17. Jahrhundert dann auch Überlieferungen, also in den Gerichtsakten. Insofern ist es ein Zeichen dafür, dass da immer irgendwas passiert ist. Aber es gibt sogar Herbergen, die in sozusagen versteckter Weise, also clandestin, Calvinisten aufgenommen haben. Nicht nur für eine Nacht, sondern wo die auch manchmal wochenlang wohnen konnten. Also auch diese selbst in Zeiten größter eigentlich staatlicher Verfolgung gibt es immer Wege, sich noch in einer so großen und schon auch unüberschaubar werdenden Stadt aufzuhalten. Also dass diese Plätze, diese Möglichkeiten bieten solche Orte wie Metropolen einfach auch. Und die katholische Restauration kam natürlich. Jesuiten sind gekommen. Sie haben das Collège de la Trinité übernommen und sie haben dann massiv rekatholisiert im 17. Jahrhundert mit allen bekannten Mitteln, die man damals angewandt hat. Other questions? If there are no others, maybe I can say something before closing this lecture, since there are still many students there. Maybe it's also a good chance for bringing in some concept of urban studies that fits very nicely within this presentation. For instance, it's the first lecture, Susanne, that I heard from you where you didn't mention, if I'm not wrong, maybe you did, you didn't mention Henri Lefebvre this time, even though it was mentioned by Elisa while she was going through your curriculum. And Henri Lefebvre is probably the most famous urban theorist of the 20th century. And his name came to my mind in reference to two concepts that he develops and that somehow I saw within your lecture. The first one is the concept of space of representation, and the second is the right to the city. So just to explain a little bit, the space of representation for Lefebvre is the space of the dominated. It's the kind of space that the dominated try to craft in order to try to impinge on, to reverse the relations of power, for instance, in the city. And it's mostly a symbolic space. And this category came to my mind when you showed this painting again. It's not by chance that attracted attention of many people. All right, now you can hardly say that the Catholics are dominated in the history of the city or in the history of France. But in a specific moment of that story, they were. During the sack, they've been like, they suffer a loss, they suffer a defeat. Their churches were plundered, and the Protestants tried to wipe them out somehow from the city space. And at that very moment, you find a picture, a painting, where basically you can find a sort of symbolic, visual, artistic revenge by the Catholic, and the Catholic try to take a sort of symbolic revenge in that picture, a picture that also showed their anxiety towards
the new situation going on. So this is an example of spatial representation. When they dominate in a specific moment, they are crafting a symbolic space to try to reassess the situation on the ground. And the second concept is the right to the city. The right to the city is the right that the people, the commoners, sometimes can have when they want to stake a claim on the production of the space. When they want to participate in processes like urban planning or production of space, which are normally a prerogative of the elite. And there was a moment when something like a right to the city appeared in your lecture, when you were mentioning this this assembly, this public assembly, when there were this, for the first time, slightly before the occupation of the city by the Protestants. There was this moment when you see the commoners coming together in a public place or in a public situation and staking a claim exactly about their life in the city, about how they can, the city should change according to their right to be citizens. I don't ask you to, if you want to answer something about this, of course you're allowed, but it was just two remarks that I had in order to connect this historical portrait with some categories of urban studies. Do you want to react, or you are happy with what I said? Yeah, but you did get it, in fact. Okay. I think this is a moment of civic... Thank you, Emiliano. Yes, I think this was a moment of really civic participation, and where when in, was it January 62, this, this rich notabeln, how you say, it's not really a noblesse, but perhaps a noblesse of the city, the rich people who are owning these the most part of the land, and then all these craftsmen and other merchants and so assembled. Yeah, this is a moment of making revolution of a city, at least symbolically, and at least in just this moment of meeting, discussing, saying things that actually will not work. That's what they should also have realized at that moment, that they just can't go out on the street and occupy every territory owned by the church. But that's what they wanted and what they expected. And they said it in a direct and proud way of being citizens of this city of Lyon. Yeah? So we want to change our urban environment. This is the whole message of this assembly. Yeah, the problem is that, as often happens, the boundary between claiming the right to the city and then after producing violence against the rivals is very fragile, it's very blurry, and this is also something that this story represented quite evidently. If there are no other remarks, are you staking a claim? Or? Du wirst was sagen, okay. I summarized the question for Susanne, and then she has to answer. To what extent was this conflict actually about class, about conflict, a class struggle, technically, in this case, between the bourgeoisie and the aristocracy? I mean, it was like somehow like economic conflict in disguise. Was religion just like a surface? Mm.
Yes, yes. Of course, economic, not only for the merchants in town, economic aspects also played a role. In the 50-20s, there was also a period where people complained about, what was it like, too high prices and so on and so forth. And there is also a kind of urban revolt or rebellion called Grande Rebelle in 1529. So as in many other European towns, you have this kind of struggles and fights from the poorer people, from the artisans and so on. I would not go so far as interpret it as a social class conflict in that sense. There are, of course, affinities, let's say, from rather learned people, not only the richest ones, but people who could read, that they developed sympathy for Calvin and for his kind of theology. But that's all I want to say for now, as I'm not as I've never studied it really. But you can read if you're interested in it, have a look at the early articles of Natalie Salmon Davis. She researched and wrote about these questions of who were these early Calvinists, and there you see. Thank you. Well, can you perhaps read on chat how is written Lefebvre or by Simon Davis? I think Natalie Salmon Davis. This is one of the most favorite historians you should know. Okay. I don't think there will be other questions. In fact, they're not. So before closing, I have to do three things. First thing, of course, is to thank Susanne again for this very nice lecture, for answering to all the questions you received. So thank you. Thank you very much again. The other two things are practical things. One concerning the assignments. I think Elise and I decided that that's for the students, of course. Elise and I, we decided that you don't have to write a final essay of this for this seminar, for this Ringvorlesung, because the production of the podcast is already enough. So let's limit ourselves to this task. And the second thing I want to say that this is, of course, as we said many times, this is the last lecture of our Ringvorlesung, but this doesn't mean that the seminar per se is over. We still have two classes. Both of these two last classes will be online classes, so we won't use this room any longer. The topic of next class is still to be decided by the two organizers of this course, but it will be decided soon and, of course, communicated equally very, very soon, which means over the next probably 48 hours or something like this. That said, I think it's time to leave. Good evening, and still good afternoon, maybe, for somebody connected to the United States. Bye-bye.